In diesem ersten Teil werfe ich einen Blick auf verschiedene Wildtiere, die in Thailand und den angrenzenden Ländern anzufinden sind. Das größte Tier in Thailand ist mit Abstand der Waldelefant oder auch asiatische Elefant. Dieser erreicht eine Schulterhöhe im Durchschnitt zwischen 2 bis 4 Metern und ein Gewicht zwischen 3 und 5 Tonnen. Er streift in Herden durch die Gegend. Man findet ihn sowohl im Wald wie auch auf verschiedenen Grasflächen. Waldelefant steht seit geraumer Zeit unter Artenschutz. Der wilde asiatische Büffel oder asiatischer Wasserbüffel ist eine weitere Gattung. Mit einer Schulterhöhe von 1,5 bis 1,9 Metern ist er wahrlich imposant. Das Gewicht liegt zwischen 800 und 1200 Kilogramm. Den Wasserbüffel finden wir vorrangig in Waldgebieten, in verschiedenen Sümpfen sowie auf grünen Flächen. Der Wasserbüffel ist in Asien inzwischen eine Seltenheit geworden und steht ebenso unter Artenschutz. Der Gaur ist eine weitere Wildrindart, die in Asien heimisch ist. Die Schulterhöhe liegt zwischen 1,70 Meter und 1,85 Meter, das Gewicht 600 bis 900 Kilogramm. Eine durchschnittliche Herdengröße beträgt 10 bis 60 Exemplare. Es gibt jedoch auch Einzelherden mit bis zu 100 Exemplaren. Der Gaur lebt entsprechend an den Waldrändern und grünen Flächen. Leider ist auch dieses Wildrind entsprechend selten geworden. Im Süden finden wir einen weiteren großen Vertreter, den Schabrackentapir. Dieser erreicht eine Schulterhöhe von 1 Meter bis 1,30 Meter und ein Gewicht zwischen 280 und 400 Kilogramm. Der Schabrackentapir ist der einzige Vertreter dieser Art außerhalb Südamerikas bzw. Mittelamerikas. Der Schabrackentapir ist entsprechend selten und ganzjährig geschont. Der Sambarhirsch ist ein weiterer Vertreter. Dieser erreicht eine Schulterhöhe zwischen 1,4 und 1,6 Metern. Ein Gewicht zwischen 185 und 220 Kilogramm. Auch der Sambarhirsch bevorzugt eine Mischung aus Wald und offenen Flächen zum Lebensraum. Inwieweit dieses Tier gemäß Jagdrecht noch jagbar ist, ist derzeit unklar. Der Sikahirsch kommt in Thailand nicht vor. Das nächstgelegene Vorkommen liegt im Norden Vietnams. Der Sikahirsch selber erreicht eine Schulterhöhe von 65 bis 100 cm und ein maximales Gewicht von 80 Kilogramm. Jagbare Populationen bestehen nur noch in Japan. In seinem eigentlichen Verbreitungsgebiet ist der Sikahirsch inzwischen akut bedroht. Der chinesische Muntjac kommt in den Waldgebieten in Thailand ebenso vor. Die Schulterhöhe liegt bei ungefähr 0,5 Metern und das Gewicht bei 14 bis 18 Kilogramm. Gemäß letzter Recherche ist der chinesische Muntjac in Thailand ebenso unter strengen Artenschutz gestellt. Die Serau ist ein Vertreter der Wildgämse in Asien. Als solche bevorzugt sie entsprechend den Lebensraum innerhalb von Gebirgen. Diese Serau erreicht Gewichte zwischen 140 und 180 Kilogramm und steht seit Gesetzesänderung 2019 unter strengem Artenschutz. In Süd-, Südost- und Ostasien gibt es eine Vielzahl verschiedener Wildschweinarten. Da die Vorkommen jedoch teilweise sehr eingeschränkt sind, beziehungsweise verschiedene Populationen auf sehr engem Raum begrenzt sind, entfallen viele dieser Tiere. Lediglich das eurasische bzw. sein östlicher Vertreter, das japanische Wildschwein, sind in diesem Falle von besonderer Relevanz und entsprechen in der Größe etwa unserem heimischen Schwarzwild.